Dann darf ich alle ganz freundlich noch einmal zu unserer Weihnachtsgemeinderatssitzung begrüßen und die Beschlussfähigkeit feststellen. Die Gemeinderätin Bietia ist krankheitsbedingt schuldig, sonst haben wir von drüben bis werden wir ausrichten. Dankeschön. Dann darf ich schon zur Berichte des Bürgermeisters kommen. Die letzten Termine seit der letzten Sitzung waren mit viel Öffentlichkeitswirksamkeit, deswegen hat man das Gott sei Dank die Meldung nicht zusammengeschrieben, weil ja so viel passiert und man vergisst es dann in der täglichen Arbeit. Der Wandertag am 26.10., am 8.11. die großartige Eröffnung, damals haben wir es noch nicht gewusst, mit dem jetzigen Landeshauptmann Stellvertreter Lang. Am 14.11. bis 16.11. die sehr erfolgreiche Lehrlingsmesse. Am 21.11. bin ich mit der Ewe und dem Jürgen nachdem sonst keiner Zeit gehabt hat, zur Auszeichnungsgala für die E5-Gemeinde. Am 21.11. war ich bei der Auszeichnungsgala für die E5-Gemeinden in Mainz mit der EFI. Und am 4.12. waren wir in Wien beim Austrian SDG Awards Verleihung in der Hofburg. Da sind wir von 130 Einreichungen zwar unter die Top 7 Nominierten gekommen, aber nicht unter die Top 3 Gewinner. Leider. Aber werden wir nächstes Jahr wieder probieren. War eine sehr schöne Veranstaltung mit der Frau Bundeskanzlerin und dem Herrn Nationalratspräsidenten. Am 30.11. haben wir die Adventbeleuchtung eingeschaltet. Der Adventmarkt war diesmal so groß wie noch nie zuvor. Ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Auch an den ÖKP und den Sportvereinen ein großer Dank für den Berchtenlauf, der ungebrochener Beliebtheit sich erfreut hat. Am 8.12. war das Adventkonzert in der Halle. Das wird auch jedes Jahr schön besucht. Für den 24.12. darf ich bitten, es gibt bereits 191 Anmeldungen. Wer dort teilnehmen möchte beim Austeilen der Karten ab 13 Uhr, da gibt es wieder das Weihnachtskino, die Eiskönigin 2. Also jeder Gemeinderat, der da dabei sein möchte, kann bitte kommen. Ich würde allen dort einfach am Anfang 191 Anmeldungen gibt es bis jetzt. Es geht sich genau aus, dass man auch, wir haben diesmal auch eine Stunde früher, damit man leichter zur Kindermelde kommt. Dann ganz brandaktuell, weil wir heute in der Früh auf allen Baustellen herumgelaufen sind. Ihr habt das alle beim Herfahren gesehen. Wir haben es geschafft. Die Baggerstraße ist leise, schön, sauber. Sie ist endlich fertig. Es ist wirklich, wenn man jetzt oben steht beim Fensterland, wie die jetzt ruhiger geworden ist. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Gott sei Dank. Wer war heute nicht glücklich über die 20 Grad mitten im Dezember? Wir zumindest, um es sein können, weil dadurch wird der Asphalt auch lange halten. Gut, die Parkierungsarbeiten sind geplant, was man sie noch jetzt fertig bekommen. Wenn das Wetter es zulässt, dann habe ich auch, die Tamara setzt sich voll ein, dass wir sogar die Druckknopfampel noch einschalten können. Das Wetter kann uns wie immer einen Strich durch die Rechnung machen, so wie es jetzt bei der nächsten Neuigkeit bei der Flurgasse leider passiert ist. Da haben die 3 Wochen Regen im Herbst dazu geführt, dass die Baustelle zwischendurch fast stillgestanden ist. Wer sich da mal einen Überblick machen will, und das ist wirklich vor allem nicht in der Flurgasse, die Unterführung sowieso, aber wer dann hinten umspaziert zur Feldgasse und sich diese Baustelle anschaut, der Fluss ist seit gestern umgeleitet, das heißt, man kann jetzt dann ab morgen sowohl fußläufig und mit dem Auto die Flurgasse passieren und in der Feldstraße fußläufig die Feldstraßenbrücke hinten passieren. Das heißt, wir können ab Samstag, wenn wir gleich einen Hinweis um 10 Uhr, herzliche Einladung, dass wir dort alle gemeinsam die Sportplatzbrücke neu eröffnen, weil damit ist auch der Radweg wieder durchgängig quasi befahrbar, damit haben wir gewartet bis heute, weil heute ist das Geländer von der Sportplatzbrücke neu montiert worden, das heißt, die ist jetzt auch sicher, dass wir können dort hinten den Radweg und die Straße zum Kino mit den 85 Bäumen, sowie die Sportplatzbrücke und die provisorischen Fußweg unter der Eisenbahnkreuzung durch eröffnen. Es schaut wirklich super aus, eine Riesenbaustelle und die Flurgasse hat heute nochmal mit Nachdruck gesagt, warum können wir hinten nicht asphaltieren, wenn wir es da vorne können haben. Hinten ist eine andere Baufirma von der GKB beauftragt. Sie schaffen das jetzt vor Weihnachten nicht mehr und dann stehen diese, dort wo das rauskommt, die Mischwerke werden geputzt, alle, die stehen alle still bis Ende Jänner. Das heißt, es gibt Mitte, Ende Jänner einen Termin, wo das noch einmal koordiniert wird und wenn das Wetter passt, das heißt, so wird man jetzt 2 Meter Schnee kriegen, dann wird ab Anfang Februar die Flurgasse fertig gemacht. Wir rechnen dort mit Gehsteig, Randleisten setzen, wir haben eine Bauzeit von 4 Wochen und die Bauzeit in der Feldstraße, und das wird dann zu asphaltieren, zwischen 6 und 8 Wochen sein. Das heißt, im Frühjahr sind das die 2 ersten großen Vorhaben, die dann angegangen werden. Sie haben aber heute ein Feinplanier aufgemacht. Das heißt,
mit dem Auto und dem und zu Fuß kann man die Flurgasse wieder quasi passieren. Wir werden das jetzt aber bitte nur den Anrainern weiter sagen, weil es kommt auch ein Schild hin aus Baustelle befahrbar aus, nur für Anrainer, die nach hinten müssen und die nach vorne müssen, weil wir möchten ja nicht gleich wieder, dass das zu einer Umzugs- oder wie sagt man, einer Ausweichroute wird, weil das ja dort immer öfter quasi bemängelt war und umso mehr Autos durchfahren durch die Baustelle, umso schneller wird sie schief. Es ist auch vereinbart, dass der Wirtschaftshof dort zumindest jeden zweiten Tag kontrolliert und auf Bedarf von der Baufirma Granit, die da hinten arbeitet, den Reinigungsdienst verständigt. Das heißt, sollte aus der Baustelle, wenn jetzt doch ein katschiges Wetter ist, Dreck in die Flurgasse nach vorne oder nach hinten mitgenommen werden, dann bitte ich einfach den Bereitschaftsdienst im Wirtschaftshof Bescheid zu sagen, dann werden die veranlassen, dass die Reinigungsfirma kommt und nach Bedarf das wieder putzt dort über diese, für diese eine Monat, wo jetzt die Baustelle stillsteht. Im Anschluss gehen wir, also am Samstag wäre der Treffpunkt unten, ich habe den Fußballverein versucht zu erreichen, dass man dort wirklich diese Sportplatzbrücke neu mit dem Radweg zum Kino, damit die Leute es auch wieder wissen, einweihen. Es ist wirklich schön geworden mit den Bäumen und alles um 10 Uhr und da draußen es kalt ist und wir das eher kurz und klein halten, gehen wir dann im Anschluss bitte auf ein Getränk zur Bäckerei Sorger mit allen, die da teilnehmen. Flugblatt ist immer ausgegangen, am Samstag um 10 Uhr. Der Vorstand hat sich darauf verständigt. Direkt bei der Autobahnunterführung durch, weißt du, wo diese kleine Radbrücke immer war, ja, ist jetzt daneben die neue Sportplatzbrücke und dort treffen wir uns direkt vor Ort. Okay. Also beim Hundeplatz. Genau. Was? In der Nähe vom Hundeplatz. Nein, der Hundeplatz muss um die Ecken und dann musst du da durch, durch die Autobahn. Ja, das habe ich auch. Ja. Dann haben wir uns eben bei einer Blitzumfrage haben wir uns darauf verständigt, dass man, so wie es ursprünglich ausgemacht war, weil ja die Lehrlingsmesse war, jetzt diesmal heuer gibt es kein Business Dinner, das machen wir dann erst wieder im nächsten Jahr. Und am Freitag würde ich, weil sie wirklich geplagt worden, das ist jetzt eine Möglichkeit, quasi sich bei den zwei hauptbetroffenen Unternehmern zu bedanken. Ich würde es schön finden, wenn wir uns als Gemeinderat am Freitag um 16 Uhr vielleicht noch kurz auf einen Glühwein bei der Emanuela Wadlau treffen und dann gegenüber noch auf ein gemeinsames Getränk gehen, wer Zeit hat, ins Lapotheca. Damit haben wir quasi mit einer Konsumation und einem noch einmal im gemütlichen weihnachtlichen Beisammensein die zwei Unternehmer auch unterstützt. Und da würde ich freuen, wenn wir uns dort treffen. Diesen Freitag um 16 Uhr. Wer hereingekommen ist, sieht, dass wir zurzeit eine Ausstellung im Gemeindeamt haben. Flora und Fauna von Helga Jaunek, naturwissenschaftliche Illustrationen. Das sind sehr schöne Werke. Wer an sowas Interesse hat, kann man auch käuflich erwerben. Das war's mit dem Bürgermeister und wir kommen zur Fragestunde. Gibt es eine Frage? Ja, ihr war eine. Simon? Aber ich weiß nicht, ob ich es formulieren muss, oder? Bitteschön. Schau her. Reicht das? Oder muss ich es fragen? Ich kann die Frage leicht beantworten, oder müsstest du das sagen? Ist, nachdem ich zeitungsverantwortlicher bin, ich habe das übersehen. Das ist für Absicht gewesen, ich habe es auch dem, der was, was die Zeitung macht, schon öfters gesagt. Und ich es war im Druck, wie ich es zum Schluss gesehen habe, aber ich glaube, das ist wohl das kleinste Übel, was es steht im zweiten, nur als Hinweis, weil Noah vorher drin ist, er steht auf der zweiten Seite noch alle 20 Jahre 35.000, das heißt natürlich 350.000 Euro kostet alles, und Kreuzung ist auch beim Korrekturlesen, ich schaue mir das am Handy an, ich möchte mich wirklich auch dafür im Namen der ÖVP entschuldigen, es war keine Absicht, es ist halt unter der Periode unüblich, dass sowas getauscht wird und bis das, du weißt es selber, bis das in einem anderen Gremium umgestellt wird, dauern manche Sachen leider in Datenbanken lang, es war auf jeden Fall keine Absicht. Nachdem mir nur in letzter Zeit vermehrt Wahlkampf vorgeworfen wurde, wurde nur... Ja, das hat mit dem Wahlkampf nichts zu tun, das ist mein Fehler. Aber vielleicht wir haben eh schon das also ihr mir immer gleich wieder irgendein zweiter Vizepräsident. Es haben alle draußen. Alle dafür. Entschuldigung, das passt bitte. Hat noch mehr eine Frage? Ja, bitte. Bitte. Und zwar, es hat ja die Sitzung gegeben der Kleinregion Unteres Kainertal. Und da wollte die Frage, ist da was gesagt worden? Also unter dem Städten Liebhoch ist gesprochen worden, wenn ein Radweg. Also Bremstetten ist nicht dabei bei der Kleinregion. Und die Gespräche müssen wir davon, es hat Vorgespräche von meiner Seite mit dem Bürgermeister gegeben, wobei das wird dauern, weil das erst spruchreif wird. Aber wir haben gesagt, wenn die Fahrradbrücke zur AMS über die Autobahn im Zuge des Wohlanschlusses gebaut wird, und dann können wir dort erst weiter tun mit diesem Thema. Heute wird in Unterbremstetten, glaube ich, verhandelt wegen der Autobahnbrücke, gell?
Wie gehört. Die wollen eine eigene Anbindung haben. Ja, die kommt eh. Ja, und die kommt von dem hängt es auch. Der Fußgängerbrücke und an Voranschluss. Bis jetzt kannst du ja, das wird ja bei uns die B76 auch entlasten, weil ja die LKWs jetzt alle durchfahren. Gibt noch eine Frage? Bitte. Ja, eigentlich ist es ein Anliegen. Also, ja, in der Halle, in den Kabinen duschen, gell, die sind alle drei, beziehungsweise alle vier Duschen aufgeräumt. Und der Vorhangschalter, dann rennt das Wasser so langsam ab, dass du die Chance hast, dich einzuseifen, weil du bist nicht mehr zu tun. Greifen und Seife, weil der Wasser wird sich zu bringen. Ja, probier es aus, vorigen Mittwoch nach dem Kicken, wird man duschen gehen, du hast keine Chance. Okay, ich kann maximal einer duschen gehen, weil es bald zwei oder drei aufhört. Beim Warm war es, ja. Okay. Wir haben es gemacht und es ist viel besser geworden. Ich bin jetzt aber drauf gekommen, wenn alle vier Duschen laufen, dann, also wenn alle besetzt sind, dann geht eine nicht. Ah, okay. Okay. Schauen wir uns an. Ja. Passt? Noch eine Frage? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Bevor wir in die Tagesordnung eingehen, darf ich um die Erweiterungspunkte bitten. Und zwar im öffentlichen Teil, es liegt gleich vor, um den neuen Tagesordnungspunkt 13. Antrag der SPÖ auf Nominierung in diverse Ausschüsse und Verbände. Wer damit einverstanden ist, dass wir es auf die Tagesordnung nehmen, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig aufgenommen. Der Punkt 14, der durchzuführen ist, den wir leider in der Aussendung vergessen haben, Bericht des Bürgermeisters oder eines Delegierten der Gemeinde in den Kleinregionen oder anderen Gemeindeverbänden vertritt. Wer mit dieser Aufnahme einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. Und im nicht öffentlichen Teil, der liegt gleich vor, der neue Punkt 22, wer damit einverstanden ist, ich habe es allen erläutert. Siehst du jetzt, hätte ich fast vergessen. Ich habe nur eine Frage zur Tagesordnung. Warum ist der Bericht des Prüfungsausschusses heute nicht öffentlich? Warte, das sage ich gleich. Darf ich nur zuerst gegenstimmen? Ja. Zu 22 Enthaltungen ist nicht der Fall. Der Punkt Prüfungsausschuss ist diesmal deswegen im nicht öffentlichen Teil, weil in der letzten Prüfungsausschusssitzung eine personenbezogene Frage gestellt wurde, die heute zu beantworten ist und ich aus Datenschutzgründen die nicht im öffentlichen Teil machen kann. Kann man das nicht splitten? Das könnten wir auch splitten. Wir könnten am Prüfungsausschuss, wie geht denn das? Prüfung 15a öffentlich und 15b nicht öffentlich? Ja, da müssen wir nur schauen, dass wir A als Richtige haben. Ja, okay. Dann, ja, wer ist damit einverstanden, dass wir den Tagesordnungspunkt so splitten, wie es der Simon vorgeschlagen hat? Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Dann wird dem entsprochen und wir machen da ein A im öffentlichen Teil. Und kommen somit zum Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung der Fertigungsprotokoll. Es sind keine schriftlichen Einwände ergangen. Wenn einer jetzt einen Einwand hat, darf ich die Schriftführer zu mir bitten und um ein Autogramm bitten.